Moin, ich bin Uwe von T&T Tesla und ich werde meinen Model X wieder verkaufen. Ich habe das Auto inseriert bei mir auf der T&T Tesla Seite bei Facebook und natürlich auch im Internet bei mobile.de und habe das dann auch mal nochmal geteilt bei Dach, DA, ja, DA, Tesla Freunde, sonst was im Internet und die Leute zerreißen sich das Maul. Tatsächlich, ich meine, ich habe es erklärt in meiner Anzeige, ich komme mit dem Model X nicht zurecht. Das Model X ist ein super gutes Auto. Mein Auto ist top gepflegt, hat keine Mängel, ist wie aus dem Laden. Aber es ist nicht mein Ding. Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal gehabt, dass ihr euch ein Auto gekauft habt und ihr seid nicht so richtig warm geworden mit dem Auto? So, dass ihr euch so richtig wohl gefühlt habt? Und das ist mir passiert. Ich habe mich so ein bisschen in das Model X verliebt. Ich wollte eigentlich auch schon immer mal einen probieren. Und als ich den gesehen habe, da habe ich gedacht, wow, der sieht ja richtig geil aus. Habt ihr das Video gesehen? Ich kann das vielleicht nochmal hier oben verlinken. Und habe das Ding gekauft und bin damit gefahren und habe so gedacht, die Sitzposition, der sitzt ziemlich hoch und hast du so diese große Scheibe vor dir, der sitzt sozusagen wie in der Kathedrale, fehlt eigentlich nur noch die Krönung. Und aber es ist nicht so mein Ding. Ich finde die Verarbeitung beim Model X besser als beim Model S. Man sieht, dass das Model X nach dem Model S konstruiert wurde. Das sieht man deutlich. Auch wenn ich da mal unter die Kulissen gucke oder hinter die Verkleidung. Ich habe mal vorne am Frank ein bisschen rumgespielt und das Auto auch schon hochgenommen. Es ist für mich technisch das bessere Auto. Was man auf keinen Fall machen darf, ist ein 2016er Model X kaufen, weil da sind so viele Teile drin und Spaltmasse und Verarbeitungsprobleme, die das Model X ab 17 nicht mehr hat. Und das wusste ich und deswegen habe ich den 17er gekauft. Bin damit gefahren in 4-3,5 Wochen ungefähr 5000 Kilometer. Also alles gut. Ich habe einen Wattstundenverbrauch von 240 im Schnitt. Das geht auch noch. Aber ich sitze da nicht so richtig schön drin. Ich bin ja noch ein bisschen breiter mit meinen 75 Kilo. Und fühle mich im S einfach wohler. Das S ist ungefähr bestimmt so ein Stück tiefer. Und da sitze ich so drin wie immer. Ich bin früher ja Rennen gefahren, ich saß immer flach auf der Erde und irgendwie fehlt mir das. Mir fehlt das Model S oder einfach eine Limousine. Ich muss es ja nur nicht an Tesla festmachen. Ich bin nicht warm geworden mit dem Model X. Ich glaube, das kennt ihr, das hat eigentlich jeder schon mal gehabt. Muss ja nicht mit dem Auto sein, kann ja auch was anderes sein. Eigentlich muss ich mich auch gar nicht erklären. Aber aus den Kommentaren heraus habe ich so viel gelesen, was mich auch ein bisschen runtergezogen hat. Da hat zum Beispiel einer geschrieben, dass das alles gefaked ist und dass ich deswegen lange mit den Kennzeichen des Vorbesitzers rumgefahren bin, weil ich für ihn das Auto verkaufe und euch allen nur was vorgaukel. Und der hat auch irgendwas geschrieben, ich glaube Chris hieß der, dass ihm meine Videos nicht mehr gefallen, weil das immer nur um Geld geht jetzt und jetzt mit der Firma Jörs, mit dem Tesla Body Shop, das ist alles so sehr kommerziell und ich bin ihm nicht mehr objektiv genug. Ey, ich fake hier gar nichts. Es entwickelt sich hier eine ganze Menge. Es entwickelt sich in die Richtung Tesla. Für mich ist das ganz schwierig, weil ich bin seit 30 Jahren Autohändler und habe hier 30 Jahre amerikanische Autos gehandelt, was ich nach wie vor mache. Und in meinem Kopf geht es eigentlich nur noch um Tesla und um Autos und um meine Autos. Aber Tesla hat so einen großen Einfluss auf mich, diese ganze Technik, das Ganze drumherum. Ich bekomme hier am Tag um die 30 E-Mails für Tesla-Kaufanfragen oder Unterstützung oder technische Fragen, Anrufe. Wir bekommen hier 35 bis 40 Anrufe am Tag, weil irgendwas jemand was über Tesla wissen möchte. Es bricht über mir zusammen. Ich kriege das hin. Meine Frau unterstützt mich da sehr. Ich muss nur komplett umdenken. Und dann schreibt jemand, ey, du fakes und so. Ich fake gar nichts. Ich habe mich einfach mit dem Model X verkauft. Das ist nicht mein Auto. Ich transportiere mit meinem Model S oder ich habe ja nur 2 Jahre Model S gefahren, ganz oft Winterreifen und Reifen. Wenn ich ja meinen Pickups und meinen was ich hier alles habe, Amis Reifen macht, dann fahre ich die Straße runter, ein paar Häuser weiter und gebe da die Reifen ab, hole sie wieder ab. Das habe ich jetzt immer mit dem Model S gemacht. Sitzbank umgeklappt, Decke reingelegt, Reifen rein, hingebracht, Stunde später wieder abgeholt, lief wunderbar. Das kann ich beim Model X nicht mehr, das geht nicht. Der Sechssitzer, da kann ich hinten 3 Reifen reinlegen und dann müsste ich den mittleren Sitz, der nach vorne fahren und dahinter einen Reifen klemmen und so und das ist doof,
Und das ist nicht richtig für das Auto. Es wird dabei nicht gut behandelt. Ich habe das einmal gemacht und habe da ganz viele Decken und Pappen und drumherum. In der Zeit wäre ich mit dem Model S schon wieder zurück gewesen. Und deswegen hat das für mich auch keinen Sinn. Dann in meiner Garage. Ich passe mit dem Model X in meine Garage rein und die Sensoren, die messen auch oben den Abstand. Die Garage ist ja nicht so hoch, ganz normale DIN-Garage. Und wenn ich zum Beispiel bei uns zu Hause bei meiner Frau mir für die Getränke zuständig, ich muss also zweimal die Woche zu Kisten Getränke holen, dann geht der Kofferraum nur so ein Stück auf, ich muss dann mich runterbeugen, die Kiste unter rausziehen, weil der Sensor darauf achtet, dass das Auto, dass die Kofferklappe nicht an die Decke haut. Das ist ja gut, das funktioniert auch gut. Und das sind alles so Sachen. Was habe ich denn noch, was mich am Model X stört? Der Verbrauch ist höher, das wusste ich aber. Ich wusste natürlich, dass der Verbrauch um die 20% höher ist als bei meinem Model S vorher. Nun ist es aber auch so, dass in den letzten 3 Monaten die Anfragen für die Kaufberatung so hoch sind, dass ich so viel nach Holland und in Süddeutschland rumfahren muss, dass mir die Reichweite auch eigentlich nicht mehr langt. Ich komme zwar auch mit einer vollen Ladung zu meinem ersten Supercharger auf der A1, und zwar in Lohne. Das geht auch mit dem Model X. Ich fahre dann allerdings nur 120. Und wenn es trocken ist und ich Rückenwind habe, 130. Und mit dem Model S bin ich so 150, 160 gefahren. Das ist schon ein Unterschied, wenn du den ganzen Tag auf der Autobahn bist und 12 Stunden durch die Gegend fährst, um die Autos anzugucken für die Kunden. Und das ist für mich auch ein Grund, wieder zurück zum Model S zu gehen. Ich bin mit dem Model X auch von Supercharger zu Supercharger gefahren. Das ging super schnell. Die laden ja gleich schnell, die S90 und die S75. Nicht ganz, der S90 ist ein bisschen schneller. Aber meistens werden sie sowieso restriktiert. Also ist das nicht der Grund, warum ich mein X verkaufe, dass das Auto schlecht ist oder dass ich einen Deal mache mit irgendjemandem, sondern es ist einfach nicht mein Auto. Ich möchte das hier einfach mal klarstellen. Und ich fake nichts. Ich bin auch nicht für irgendeinen angestellt. Ich mache auch keine Werbung für Produkte. Was meint ihr, wie viele Leute schon auf mich zukommen, dass ich den Dashcams probiere oder Drohnen und Cams, irgendwas. Ich kriege so viele E-Mails, nur weil der Kanal so ganz, ganz gut läuft, mache ich alles nicht. Bisher hat mich nichts überzeugt, was ich gut fand. Nichts, wo ich sagen könnte, das finde ich geil, das interessiert mich, das könnte euch auch interessieren. Habe ich bisher nicht gemacht. Und deswegen hat es mich heute echt ein bisschen runtergezogen, dass einige sowas denken. Und lasst es euch gesagt sein, ich verkaufe das Auto einfach, weil es nicht mein Auto ist. Das Auto ist gut. Ich hatte heute eine Familie da, die hat sich das angeguckt, das Auto, wollte es mal probesitzen und vielleicht auch kaufen. Ist mir wahrscheinlich aber zu teuer, ich weiß es nicht. Und die fanden das toll. Für eine Familie ist das super. Mit dem Platz hinten, die haben Zwillinge und eine Tochter gehabt, also 3 Kinder. Und das Model S ist denen zu klein mit 3 Kindern sitzen. Und da wäre ein Model X super. Meine Kinder sind erwachsene Männer. Das sind Jungs, die haben Autos oder haben Freunde mit Autos, die brauchen. Ich brauche die nicht mehr mitnehmen, die wohnen gar nicht mehr bei mir. Und dementsprechend fahre ich nur mit dem Auto alleine rum. Und ich habe mich da ein bisschen verkauft, aber ich habe mir das schön geredet, weil ich das Auto haben wollte, weil es so gut aussieht. Und habe da so ein bisschen, ja, hat mir das schön geredet, das ist es tatsächlich. Na gut, jetzt verkaufe ich das Auto wieder, bricht man sich kein Bein ab. Und ich werde mir wieder Model S kaufen, ich habe auch schon eins gekauft. Da kommt dann ein Video drüber, das wird wieder ein Model S sein und ein S90, kann ich ja sagen. S100, da ist mir noch zu teuer. Und da gibt es dann demnächst ein Video. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, dass sie mir weiterhin treu bleibt. Und wenn ihr mal einen neuen Tesla kaufen möchtet, ein SX oder 3, nehmt mal bitte meinen Referral-Code. Das ist eine super Sache. Das freut mich immer sehr. Das ist für mich eine super Bestätigung, wenn ihr einen Tesla kauft mit meinem Referral-Code. Und lasst bitte den Daumen oben oder lasst ihn unten. Das hilft eine ganze Menge. Die meisten vergessen das. Wenn der Daumen nach oben kommt, dann wird das Video auch oft gesehen. Und das freut mich auch sehr. Denn ich mache diese Videos ja nicht aus kommerziellen Zwecken, sondern weil ich Spaß dran habe. Und eins fällt mir gerade noch ein. Dieser Typ, von dem ich gerade spreche, den Kommentar habe ich übrigens gelöscht, den könnt ihr nicht mehr finden, hat auch geschrieben, dass meine Beratungs- und Kaufvideos so eintönig sind und eigentlich immer das Gleiche ist. Ja, ich habe gedacht, das interessiert euch. Ich dachte, es interessiert euch, warum wollen die Leute einen Tesla haben und was kaufen die?
Warum das Auto? Warum diese Ausstattung? Und was bewegt die Leute, in die Elektromobilität zu wechseln? Deswegen mache ich diese Videos. Schreibt doch mal einfach unten rein, ob ihr da noch Bock drauf habt oder ob euch das zu viel ist. Und eigentlich mache ich sie ja nicht auch nur. Ich mache ja nicht nur Kaufberatungsvideos, ich mache ja auch noch andere Sachen. Zum Beispiel eCannonball diesen Samstag am 17.11.2018. Das wird eine super Sache. Da wird auch noch eine Menge kommen, auch auf diesem Kanal. Und es ist also nicht immer nur Ankauf, Verkauf, sondern es ist hoffentlich immer noch bunt genug für euch und interessant für euch. Jetzt möchte ich das Video beenden und euch nicht langweilen. Ich habe noch zu tun. Draußen stehen noch zwei Tesla, die werde ich jetzt noch prüfen. Und dann ist irgendwann Feierabend, weil morgen früh um 4 Uhr muss ich aufstehen und wieder nach Holland fahren. Ja, so ist mein Arbeitstag. Also vielen, vielen Dank. Schönen Feierabend für euch. Und ja, lasst einfach mal eure Meinung da. Ich lese es mir auch durch. Kann manchmal ein bisschen dauern, weil ich so viel zu tun habe. Bis dann, Ofe von T&T Tesla.